werte Anwesende, im Namen des Schützenbezirks des Bustertal möchte ich Sie ganz herzlich zur zweiten Aufführung Schicksal Option heute hier in Ehrenburg begrüßen und den Gastgebern der Schützenkompanie Ehrenburg ein Vergeltskott für die Gastfreundschaft aussprechen. Die Idee zu diesem Projekt kam von Effen Oberlechtern als Ergänzung zum Projekt auf Bundesebene, wo seit Oktober im ganzen Land rote Koffer mit Infomaterial und Hinweisen stehen, wollten auch wir auf Bezirksebene dieses traurigen Jubiläums gedenken. Auf den Postkarten und dem Plakat wollen wir mit den roten Koffern auf diese landesweite Aktion auch verweisen. Einen besonderen Dank möchte ich allen Mitwirkenden aussprechen. Verena Opex und Elfen Oberlechner entwarfen ein Konzept. Verena lieferte die Texte. Unter der Gesamtleitung von Elfen Oberlechner entstand schließlich das Projekt, mit dem die Zuschauer sozusagen in die Optionszeit eingetaucht werden. Mit Auszügen aus dem Tagebuch des Dichters und Heimatforschers Bart Schurzenthaler werden in schicksalhaften Jahren bis zu seinem Tod 1941 ein sehr reales Stimmungsbild der Menschen in unserer Heimat dargebracht hat, die damals hier lebten. Mit Liedern aus und über die Zeit der Option. Und schließlich mit Szenen von persönlichen Schicksalen aus unseren Familien, die von Schützen und Marketenderinnen aus den Reihen unserer Kompanien des Bezirkes dargestellt werden, machen wir nun eine Reise zurück in die Zeit vor 80 Jahren, als die Menschen in unserem Land entscheiden mussten, gehen oder bleiben. Vor 80 Jahren standen unsere Großväter und Urgroßväter vor einer schicksalshaften Entscheidung. Die ladinisch- und deutschsprachigen Südtiroler standen der Freundschaft zwischen Benito Mussolini und Adolf Hitler im Weg. Mussolini wollte die Südtiroler im Norden seines Staates loswerden. Hitler benötigte Soldaten für den bevorstehenden Krieg. Am 23. Juni 1939 schlossen Mussolini und Hitler das Abkommen zur Umsiedlung der deutschen Bevölkerung in Südtirol ab. Dazu kamen noch die Deutschen, die einige oberitalienische Gebiete bewohnten. Am 17. November desselben Jahres wurden dann auch die Ladiner in das Vertragsgebiet aufgenommen. Von der sogenannten Option betroffen waren über 250.000 Südtiroler. Die Familienoberhäupter mussten innerhalb 31. Dezember 1939 eine Entscheidung treffen. Wer bereit war, seine Identität aufzugeben, seine Kultur zu verlieren, zu einem Italiener zu werden, konnte bleiben. Wer seine Sprache bewahren, seine Traditionen beibehalten, wer deutsch oder ladinisch bleiben wollte, musste Südtirol verlassen und in der Fremde eine neue Heimat suchen. Das Abkommen wurde Mitte Juli 1939 durch die Presse bekannt gegeben, wobei es bereits Wochen vorher Gerüchte darüber gegeben hatte. Anfänglich setzten sich der Deutsche Verband und der Völkische Kampfring Südtirol entschieden dafür ein, da zu bleiben. Dann, nach Intervention aus Deutschland, schwenkte der VKS um und war offensiv für das Auswandern ins Deutsche Reich. Die kurze Zeit vom 21. Oktober bis 31. Dezember 1939 hatte für Südtirol schwerwiegende Auswirkungen. Sie führten zu Streit und Auseinandersetzungen, welche die Südtiroler Gesellschaft spaltete, Dörfer entzweite und Familien für immer auseinanderriss. Der Weg zur Entscheidungsfindung war für alle Beteiligten schmerzhaft und leidvoll. Man stritt sich unter Familienmitgliedern. Es kam zu Raufereien in Gasthäusern. Diskutierende Menschen wurden von den italienischen Besatzern mit Knüppeln und Fußtritten auseinandergetrieben oder gar verhaftet. Man bezichtigte sich gegenseitig, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Man bekämpfte sich nicht nur mit Flugblättern. In Gedichten warf man den anderen vor, die falsche Entscheidung getroffen zu haben und die Heimat zu verraten. Jeder Südtiroler ist von der Option gezeichnet.
ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und auch unsere Familien sind von Schicksalen betroffen, die mit der Entscheidung im Jahr 1939 verbunden sind. Einige dieser Schicksale möchten wir heute Abend darstellen mit Texten, Bildern und Liedern. Wisst, wo mein Heimat ist, oben auf der Leuten, stehen drei Höfen und sich selbst verweitend. Hunger, Glas, Haffille, oben auf dem Gotthof, schaut's kleine Häusle links, gehirscht mein Vogel. Hunger, Glas, Haffille, oben auf dem Gotthof, schau's kleine Häusle links, gehirscht mein Foto. So war sieben Kinder gröt, das ist sie wirklich auch. Wenn's ja lang lang blieben, na war was zeichen noch. Oh, wofür komm und blöds, viel bis nicht heißen. Und la Kühe in Stall und abo gossen. Oh, wofür komm und blöds. Viel bis nicht heißen und la Kühe in Stall und abo gossen. Eltern lieb, Heimat lieb, als bleibst es sollte, das in der Welt, wenn du bist, na zieht's gleich warm bin. Da selber die fremden Leid, ruhig hasche keiner, viel schöner Platz lang gibt's, Heimat la einer. Da selber die fremden Leid, ruhig hasche keiner, viel schöner Platz lang gibt's, Heimat la Wie vom deutschen Generalkonsul in Italien verlautbart worden ist, haben das Deutsche Reich und Italien ein Umsiedlungsabkommen geschlossen. Und das heißt, wir Südtiroler sollen unsere Heimat verlassen und ins Deutsche Reich auswandern. Als Ortsgruppenleiter des Völkischen Kampfringes kann ich euch versichern, dass wir vom VKS das Abkommen für verbrecherisch halten. Bevor wir die Heimat verlassen, da lassen wir uns lieber alle an die Wand stellen. Ja, Leute. Jetzt haben sie uns in der Zange. Die Achse zwischen Deutschland und Italien ist geschmiedet. Und wir Südtiroler, wir sind die Schmier für diese Achse. Aber trotzdem, wir brauchen die Hoffnung nicht aufgeben. Gestern hat in Bozen zwischen Vertretern des Völkischen Kampfringes und des Deutschen Verbandes eine Sitzung stattgefunden, bei der einvernehmlich die Auswanderung abgelehnt wurde. Uns, den Deutschen Verband, werden die Deutschen ja nicht um Rat fragen, weil wir ja als klerikale Bonzen gelten.
Aber euch vom VKS können sie nicht übergehen. Ich bitte, Kofler, bleibt's hart. Da kannst du sicher sein. Wir sind die Volksgruppenführung. Vom Reich anerkannt. Von den Südtirolern anerkannt. Man kann doch nicht über unsere Köpfe hinweg mit den Italienern ein derartiges Abkommen treffen. Die Umsiedlung, Herr Reichsführer, würde den endgültigen Verlust deutschen Volksbodens bedeuten. Das ist nicht vereinbar mit dem Programm des Nationalsozialismus. Blut und Boden hat's immer geheißen. Und jetzt auf einmal wollt ihr Blut und Boden trennen. Wir stehen in Treue und Gehorsam zu Adolf Hitler, Herr Reichsführer. Aber in dem Punkt können wir nicht Folge leisten. Wir haben die Verpflichtung, Heimat und Volkstum zu verteidigen. Unser Führer Adolf Hitler hat beschlossen, das Problem Südtirol ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Eine Möglichkeit, Südtirol zu annektieren, friedlich oder gewaltsam, gibt es nicht auf absehbare Zeit. Das Bündnis mit Italien ist für Deutschland lebensnotwendig. Es wird Krieg geben, meine Herren. Einen großen, bedeutsamen, weltumwälzenden Krieg. Es ist ungeheuerlich, was Sie sich da erlauben. Niemand im ganzen Deutschen Reich wagt es, dem Führer zu widersprechen. Als Deutsche habt ihr dem Führer zu gehorchen, wie jeder andere Deutsche auch. Wir stehen vor dem größten Existenzkampf unserer Geschichte, meine Herren. Unzählige Deutsche werden mit ihrem Heldenblut den Boden tränken. Und da wollt ihr euch ausschließen? Da wollt ihr dieses kleine, unbedeutende Opfer nicht bringen? Und was das Blut anbetrifft und den Boden, Herr Hofer, für euch kann die Devise nicht mehr heißen Blut und Boden, sondern nur noch Blut oder Boden. Deutsches Blut gehört zu deutschem Blut. Und den Boden, den werden wir euch dann schon geben. Den werden wir euch erkämpfen. Mit unserem Blut. Und ganz gleich, wo dieser Boden sein wird. In Polen, Mähren oder auf der Krim. Es wird deutscher Boden sein. Denn überall, wo Deutsche sind, ist deutscher Boden. Entscheiden Sie sich, meine Herren, die Umsiedlung findet statt auch ohne Sie. Aber glauben Sie nicht, dass Sie dann noch den geringsten Vertretungsanspruch haben werden. Gut, Herr Reichsführer, wir beugen uns. Ich möchte aber bitten, dass wir zusammenbleiben können, dass wir ein geschlossenes Siedlungsgebiet erhalten. Das ist ohnehin meine Absicht. Und Sie, meine Herren, werden dort die politischen Führer sein, das verspreche ich Ihnen. Aber ich erwarte mir ein Optionsergebnis von mindestens 90%, ist das klar? Wir werden unser Bestes tun. Heil Hitler! Heil Hitler! Ah, Moment noch. Ich werde die römischen Stellen von dieser Zusammenkunft informieren. Mit Nennung ihrer Namen. Aber Herr Reichsführer, wir sind eine illegale Organisation. Jetzt nicht mehr. Sie werden uns verhaften. Nur, wenn jemand von euch das Umsiedlungsabkommen sabotiert. Und von jetzt an heißt ihr nicht mehr Völkischer Kampfring, sondern Arbeitsgemeinschaft der Optanten. Klar? Bye.
Preferirei che lo leggesse lei, signora Magalone. Sa il mio tedesco? No. La prego. Come sarebbe? È per questo che l'ho assunta, no? Per favore, proceda. Die Abstimmungsfrist läuft am 31. Dezember 1939 um Mitternacht aus. Wer die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen und ins Deutsche Reich auswandern will, muss das rote Formular ausfüllen. Wer die italienische Staatsbürgerschaft beibehalten will und damit seine Absicht bekundet, im Königreich Italien bleiben zu wollen, der muss das weiße Formular ausfüllen. Die Familienväter stimmen für die Frauen und für die minderjährigen Kinder ab. Per me non ci vanno. Non ci vanno mica. Ho paura anch'io. Qualsiasi propaganda contro l'immigrazione è proibita. Chi lo fa sarà severamente punito. Traduca. No. Es ist verboten, zu machen Propaganda gegen die Umsiedlung. Strenge Strafen. E una cosa deve essere chiara. Chi resta si dichiara italiano e quindi deve comportarsi e vivere come tale. E non dovrà mai più pronunciare una sola parola tedesca. Wer bleibt hier, ist Italiener, darf nicht mehr sprechen Deutsch. Nicht auf Straße, nicht im Haus. Und kann sein, wer bleibt hier. Diese bleibt doch nicht hier. Ihr wisst, Senatore Tolomei möchte schicken alle deutsche Bewohner von Alto Adige in den Süden. Ich, euer alter Bürgermeister, ich unterschreibe als Erster. Es fällt mir nicht leicht. Ganz gewiss nicht. Aber es ist der einzige Ausweg. Juli 1939. Aus dem Tagebuch von Paul Tschurtschenthaler. Vorgestern großer Sturm auf die Basler Nachrichten. Dort steht alles genau drinnen. Steht auch, dass wir alle gehen müssen. So hieß es. Die Köpfe wurden wieder heiß. Aber war gar nicht viel Neues und gar nichts Bestimmtes. Gestern der gleiche Sturm auf die Innsbrucker Nachrichten und den Völkischen Beobachter. Aber wieder nur Phrasen von einer geregelten Abwanderung. So weiß man bis heute nichts Amtliches und wird am Ende nichts hören. Man tappt ins Ungewisse und jeder macht sich seine Gedanken, oft recht bittere. Es ist auch ganz trostlos herumzugehen,
man trifft keinen Menschen auf den Wegen, als ob Krieg wäre. Man sieht auch keine Charta. Alles disputiert und raunt ins Ohr. Überall sitzen auch Spitzel und Horchen. Die Bauern am Felde sieht man auf die Sense lehnen und erregt sprechen. Die Wirtstochter in Saalen ist wieder ganz böse auf den Hitler und seine Leute, die uns so verlassen haben. Jetzt ist es dem Buben wohl vergangen, nach ihm zu schreien, meint sie. Stimmt, man ist der Meinung, dass er uns dem Italiener ausgeliefert hat. Am meisten fürchten die Leute, dass man jeden Einzelnen abführt und dass man überhaupt heimtückisch verliefert wird. Der Jagdbesitzer Stauder sagte mir, dass sogar Jäger keine Waffenpässe mehr bekommen. Frau von Mercy wurde in Bozen erklärt, italienische Reisepässe werden innerhalb 2 Jahren, welche für die Evakuierung vorgesehen sind, keine mehr ausgegeben, also eingesperrt. Für die Evakuierungskommission sind auf der Post in Bruneck für morgen die Zimmer bestellt. Ich laufe herum wie ein Narr. Es ist wirklich keine Kleinigkeit, in der eigenen Heimat wie ein Flüchtling herumzugehen. Für was hat man gearbeitet? Alles Staub und nichts. Zerstampft, zertreten. Selbst die Berge, die man anschaut, scheinen nicht so selbstverständlich zum eigenen Dasein zu gehören. Unter Menschen sieht man nur das Raubtierhafte. Wolle der Himmel uns vor dem Äußersten beschützen. Ein Brief für mich. Fadoanna, liebste Freundin, ich schreibe dir, weil ich traurig bin über alles, was um uns herum geschieht. Es sind schlimme Zeiten, die auf uns zukommen, sagt unser Pfarrer. Neid und Streit sind in unseren Dörfern und in unsere Familien eingezogen. Seit Vater sich nur mehr öffentlich dazu bekannt hat, da bleiben zu wollen, ist Leid über uns hereingebrochen. Unsere Familie wird vor allem im Dorf gemieden. Selbst alte, gute Freunde sprechen nicht mehr mit uns. Unsere Mutter ist darüber so betrübt, dass sie sich nur mehr selten in der Gaststube blicken lässt. Vergangene Woche war Onkel Fiegel mit seinen Leuten da. Er ist gar nicht in die Gaststube herein, hat mit Mutter drüben am Gartenzaun geredet. Onkel Fiegel hat wild herumgefuchtelt und Mutter ist mehrmals in Tränen ausgebrochen. Mutter hat unserem Bruder Hermann dann erzählt, dass Onkel Fiegel und alle anderen aus ihrer Familie für Deutschland optiert haben, weil sie keine Walschen werden wollen. Und sie hat ihm gesagt, dass sie Vaters Entscheidung da zu bleiben hinnehmen muss, auch wenn ihr das Herz wehtut und ihre Geschwister und alle Verwandtschaft darüber entsetzt sind. Sie hat dem Onkel auch gefragt, wie er sich für Deutschland entscheiden kann, wo doch Krieg ist. Und der Onkel hat gesagt, dass die Deutschen den Tirolern in den eroberten Gebieten eine neue Heimat zuweisen werden. Mutter hat geweint und gejammert, dass ihre Geschwister in Polen oder noch weiter weg ein Zuhause haben werden. So weit entfernt von unseren schönen Bergen.
Letzten Freitag ist der Podestà mit einem Fotografen zu uns gekommen. Wir mussten alle unser Sonntagsgewand anziehen und uns bei der Holzwand hinter dem Gemeindehaus hinstellen. Mutter und Vater durften auf Stühlen hinter einem Tisch sitzen und wir wurden wie die Orgelpfeifen um sie herum aufgestellt. Auf der Wand hinter uns stand Viva il Duce. Na, bitte. Die Dorfjugend ist dahergelaufen und hat gegafft. Der Podestà hat Vater auf die Schulter geklopft. Il Duce è fiero di gente come voi, hat er gesagt. Ich habe mich so geschämt. Und auf dem Heimweg haben uns die Kinder Walsche Fock nachgerufen. Meine Brüder waren ganz zornig und wollten es den Kindern zeigen. Aber Vater hat sie zurückgehalten. Die Dorfleute gehen jetzt lieber zur Post, wo der Wirt gegen uns dableiben hetzt. Aber Vater macht ja mit den italienischen Arbeitern ein gutes Geschäft. Die lassen einen beträchtlichen Teil des Lohnes in unserer Gaststube. Geldsorgen hat unsere Familie nicht, wie so manch einer im Dorf. Der Pfarrer hat am Sonntag in der Messe gepredigt, die Familienväter sollen zur Vernunft kommen und nicht die heimatliche Erde verraten. Die Entscheidung zum Gehen sei eine Sünde gegen Gott, hat er gerufen. Da sind die meisten Kirchengänger einfach aufgestanden und haben während der Messe die Kirche verlassen. Na. Zuletzt saßen nur wir von unserer Familie und einige alten Weibern in den Bänken. Na. Die Kinder von Moorpower schreien uns Verräter hinterher. Und der Sohn von unserem Nachbarn hat mir gestern über dem Zaun zugerufen, dass alle Dableiber nach Sizilien verbannt werden und auf dem Vulkan Ätna Schwefel abbauen müssen. Ein bisschen Angst habe ich schon, wenn wir wirklich weg müssen in den Süden. Großmutter ist ganz entsetzt über die Entscheidung unseres Vaters. Sie kann ihn nicht verstehen, wo sie ihn doch zu einem aufrechten und braven Tiroler erzogen hat. Auch hofft sie, dass der Kaiser von Österreich zurückkommt und das Land wieder heimholt und sie unter Österreich sterben kann. Gestern habe ich in der Gaststube ein Propagandablatt gefunden, mit dem zum Dableiben aufgerufen wird. Und ein Gedicht war darauf abgedruckt. Am Erker blüht wie immer die leuchtende, brennende Lieb. Die Treue zur Heimat war stärker. Wie jauchzen wir, dass sie uns blieb. O blühe und leuchte, du Blume, ein Zeichen der Treue du bist und künde, dass Glaube und Heimat das Höchste für uns ist. Warum muss diese Entscheidung Streit, Hass und Unfrieden in unser Land, in unsere Dörfer, in unsere Familien bringen? Warum nur entscheiden unsere Väter, ob wir weiterhin Freundinnen bleiben dürfen? Oder nicht, das stimmt. Ich schließe nun meinen Brief und hoffe, dass du nicht schon recht bald fort musst, dass wir uns trotz allem noch schreiben können. Bleib mir gut, so wie ich dir gut bleibe. In treue Freundschaft, deine Anna. Brunico, am 19. Dezember 1939.
dort schäumend fließt und unten im Tal jetzt dich grüßt, stand meine Heimat in der Pracht, die Ruta Dolomiten wacht. Jetzt ist sein Haus fürs Militär, die Heimat ist nicht mehr. Ade, mein schönes Südtirol, wo deutsche Reben blühen. Ade, mein Heimatland, leb wohl, jetzt muss ich von dir ziehen. Ich geh mit den Gedanken fort, hinaus in fremdes Land. Auf Wiedersehen, mein Südtirol, mein deutsches Heimatland. Auf Wiedersehen, mein Südtirol, mein Heimatland, leb wohl. Wenn droben ich am Grenzberg steh, noch einmal hin zur Heimat zähl, dann rufe ich ganz wehmutsvoll, leb wohl, du deutsche Südtirol. Du warst mein friedlich Heim, mein Glück, dir gilt mein letzter Blick. Ade, schönes Südtirol, wo deutsche Reben blühen. Ade, mein Heimatland, leb wohl, jetzt muss ich von dir ziehen. Ich geh mit den Gedanken fort, hinaus in fremdes Land. Auf Wiedersehen, mein Südtirol, mein deutsches Heimatland. Auf Wiedersehen, mein Südtirol, mein Heimatland, leb wohl. Oktober 1940 aus dem Tagebuch von Paul Tschurtschenthaler. Ein unter Menschen sonst doch nicht übliches Vorkommen spielt sich immer wieder an den Zollschranken am Brenner ab. Ich fuhr mit einer Familie aus Deisten, Vater, Mutter, beide alt, Sohn und zwei Töchter bis zum Brenner. Dort stiegen sie aus und gingen zu den Grenzschranken. Sie trafen ihren Buben und Bruder, den Seppel, der vom französischen Feldzuge auf Urlaub zurück ist, aber nicht über die Grenze darf. Und so konnten sich die Menschen über den Schlagbaum hinsehen und die Hände schütteln. Man greift sich manchmal einfach an den Kopf. 10. Oktober 1940. Am 2. Oktober hat die deutsche Schule hier begonnen. Die Italiener erlauben aber nur 2 Stunden am Tage und als Gegenstände nur Lesen, Schreiben, Rechnen und etwas Geografie, die aber schon ziemlich gefährlich ist. Ein Großteil der Jugend steht übrigens schon aufgezeichnet, um nach Deutschland instradiert zu werden. Die Knaben kommen nach Elsass, die Mädel nach Ilmenau in Württemberg. Die Eltern sehen aber mit ziemlichem Bangen der Sache entgegen, weil sie immer wieder hören müssen, dass draußen in der Schule ein unchristlicher Geist herrsche. Hoffentlich ist es nicht so. Der Rosarimarkt in St. Lorenzen war ohne Rindvieh.
beim Stegener Markt dem Renovato wie ein Plakat meldet, wird es ebenso gehen. Er soll heuer nach Bruneck verlegt werden, weil der Marktplatz in Stegen von einer Militärautokolonne belegt ist. Die Bauern müssen jetzt sehr viel Rindvieh stellen und klagen über Bezahlung und Behandlung. Ein Bauer erzählte mir, dass er bei einer einzigen Kuh 500 Lire gegen den Marktpreis verloren habe. Man lasse das Vieh auch tagelang stehen, wodurch es an Gewicht verliert und beim Abwägen wird niemand zugelassen. Dagegen haben Bauern im Arental nun energisch Stellung genommen und nun anscheinend auch erwirkt, dass jemand von ihnen beim Abwägen dabei ist. Gestern erhielt ich von der Gemeinde ein Formular Soggiorno degli Stranieri, das ich nun auszufüllen habe. Ich bin also in meiner eigenen Heimatstadt und im Lande unserer Ahnen ein Fremder geworden. Jetzt sind Bauhof. Teufel, das ist ein guter Leid, dass man Bolle nicht schläft. Stellt aber aus, ihr ist Genetik. Muss pinklich beim Zuge sein. Und bleibt bei den Meinungen schon wieder. Die Kinder sind auch nicht Fische. Haben sie mir den ganzen Krempel mitnehmen und nur? Nur haben sie witzig Schwere in den Rucksäcken. Teufelst. Honni? Schreiben von Aussiedlungsampe. Gott sei es gedankt. Da in Rücke Honnis. Wir müssen uns bei der Dienststelle für Umsiedelung Südtirol in Innsbruck melden, damit sie uns mit einer neuen Wohnung zu beweisen. Eine eigene. Aber eine eigene Wohnung. Hier stellen wir nicht viel. Wie sie ist. Polly, die meinige geheiratet haben. Das hat man ihr auch versprochen. Das war eine kurze Zeit beim Brüder waren. Dass wir gleich einmal ein paar Sorgen haben. Aber keine Arbeit. Du hast kein Geld. Aber da wie wir alle auch ein Kind. Und in den zwei Kammern unter dem Dach beim Brüder. Hätte mich noch da alle länger wüssten. Doch ich. Und ich würde mich buckel an Heimathöfe. Und? Die Meinung steht schon wieder da hinten. Will nicht weg von der Heime. Der Heime. Heimat. Er trifft alles nicht zu. Auf das, was wir hinterlassen. Nicht la bittere Nöte. Nein. Der wallische Besatzer, das hat ins Lasse gejuscht. La, weil ich in Gasthause einmal über das Auswandern diskutiert haben. Oder weiße Lederhosen und weißer Stutzer haben. Du all die wallischen Schläge aus und Schikanierung ins Tofi. Ja, sogar ins Gefängnis werfen sie an. Und dann, weil ins. Die, die reden, da zu bleiben. Nein, Bläder. Bläder können sie es nicht angehen. Wer für Deutschland optiert, bekommt an Morgen eine Warnung, haben sie versprochen. Und alle Südtiroler, wenn in einem Gebiet angesiedelt und mögen beieinander bleiben. In Osten, wo sie in Südtiroler ansiedeln, dann werden sicher noch Gebiete frei. Wenn sie gehen, der Bischof Geisler für Deutschland optiert. Der Hirte geht mit seiner Herde, hat er gesagt. Ein Böll im Land, die meisten Geistlichen gepredigt haben, tot zu bleiben und der Heimat nicht im Buckel zu kehren. Ihr dürft die Heimat nicht verraten, haben sie gesagt. Aber da bleiben und komplett in der Wallischen werden. Na, no, seh, du ich in meiner Kinder nicht da. Wir mögen ja nicht einmal unsere Familiennamen haben
und von Herrn Seppelin. Von Herrn Seppelin nach uns Herrn Giuseppen. Ja, nicht einmal der Friedhof ist in die Wallischen heilig. Nein, auf die Grabsteine müssen wir Landewallisch draufstehen. Und die Wallische Schwille, die sei dann nicht für meine Kinder. Weil sie einmal groß sind, müssen sie nicht einmal einen Eigennamen richtig da schreiben. Und Arbeit, Arbeit bekämen sie bei den Wallischen auch keine. Keine Arbeit, keine Warnung. Die eigene Sprache nicht reden mögen. Im Plätzen drinnen, selben stellen sie für die Wallischen Einwanderer heiß auch und stampfen Fabriken in die Obstwiesen von der Südtiroler bauen. Aber nicht für uns. Nein, für die Italiener, was sie bringen. Und wir? Wir gehen leer aus. Und wenn wir allem leer ausgehen. Die Gröber Marie ist mit der Schwester und der Mutter zuerst auf Kopfstuhl gekommen. Dann haben sie in einer eigenen Siedlung schiene neue Häuser aufgestellt. In die Wohnungen, die schrien ins Wasser. Ja, und sogar auf dem Leblen ist eine Wasserspielung. Ja, da leben sie aus Wiener Dörfen. Halten zusammen und waschten, dass sie weiter in Osten mögen, hat die Marie geschrieben. Aber ich hat für mich und die Meinung schon echt lieber ein Häfel. Wo ich auch wie Wichter halt, wie Kühlung oder Bau und ein paar Erpfel sitz. Ich bin halt ein Bau, wie es schon der Foto und der Grossfoto gewesen ist. Aber ein Label mit Wasserspielung. Stell dich sehr viel. Da wohnt die Meinung schauen. Aber wieso? Fällt mir. Nu, das Flugblattl mit dem Gedicht von der brennenden Liebe. So reiset vom sonnigen Erker die letzte brennende Lieb. Die Treue zu Deutschland war stärker. Das Heiligste, was uns blieb. Wir nehmen sie mit im Herzen, für andere dereinst Symbol. Sie stille des Heimwehs Schmerzen. Leb wohl, du mein Südtirol. Ja, leb wohl, du mein Südtirol. Aber was ist mir anders übrig geblieben? Keine Arbeit, keine Wohnung. Und ein guter, hungriger Meilder beim Tische sitzen. Der Mussolini will ja, das wo ging. Ja, und der Hitler. Ja, der Hitler. Der Hitler nimmt es mit offenen Armen auch. Ja, selben. Sind wir aber schiebläht, wenn wir nicht auswanderten. Immer sind leicht gemacht. Die Flugzettel. Was sie ausgeteilt haben. Das haben wir alle ganz genau angeschaut. Keiner glaubt, was der Mussolini und seine Konsorten sagen. Die Faschisten liegen und betrügen Boselakin. Und der Hitler braucht uns, hat es geheißen. In Osten, wo sie ins Südtiroler ansiedeln, haben wir das Land noch unbewohnt und unbebaut. Dann haben wir eine neue Heimat bekommen. Sie haben die von Kampfringen versprochen. Aber wie lade habe ich schon für den, was ihnen in der Ferne da wachsteht. Haben die alle Ausweise? Wo? Kein Dokument vergessen. Na ja, schreiben. Von der Ein- und Rückwanderungsstelle. So werde ich die Kinder in Zuge lesen, damit sie wissen, wie sie sich auszuführen haben. Bis auf den Brenner müssen wir stille sein. Erst mal und Brenner drüber sind, mit wir jutzen und schreien. Weil selben sind wir dann auf Reichsboden. Dafür. So wohnt dann Jöche von Mussolini.
Gehe, Weihwille, schneide einmal. Wir müssen pünktlich beim Zuge sein und mögen es eben nicht versäumen, damit sie uns mit einer neuen Warnung zuweisen an Orgen. Es ist bekämpfer wie das Erlösch, als wie wir schon gehabt haben. Und das ganze Elend hat verfeuert. Ich habe mich für meine Leute entschieden zu gehen. Ob richtig oder falsch. So, weißt du die Geschichte mir so? Zeit der Option, ein Kampf ohne Sieg. Meine Heimat verraten in diesem Krieg. Um die Sprache nicht aufzugeben, sollte ich ziehen in ein fernes Land. Unterdrückung ertragen oder die Heimat verlieren. Und ich rief mit blutendem Herz. Du brennende Lier, hier gilt mein letzter Schrei. Lebe wohl, lebe wohl. Deutsch will ich bleiben, du mein Heimatland, du mein Südtirol. Faschismus, doch Narzissmus zwischen diesen Übeln mussten wir wählen. Mein Bruder blieb in seinem Dorf, zu wichtig war ihm der Elternhof. Unterdrückung ertragen oder die Heimat verlieren. Und mein Bruder rief mit blutendem Herz: Du brennende Lier, dies ist mein letzter Schrei, mein Bruder, lebe wohl, lebe wohl. Ich werde bleiben in meinem Heimatland, in meinem Südtirol. Unterdrückung ertragen und die Kultur aufgeben oder die Heimat verlieren. Und in der Ferne leben. Die Option war eine traurige Zeit. Und nicht alle Wunden sind geheim. Unterdrückung ertragen oder die Heimat verlieren. Und ich rief mit blutendem Herz: Du brennende Lier, dir gilt mein letzter Schrei. Lebe wohl, lebe wohl. Deutsch will ich bleiben, du mein Heimatland. Und mein Bruder rief mit blutendem Herz: Du brennende Lier, dies ist mein letzter Schrei. Mein Bruder, lebe wohl, lebe wohl. Ich werde bleiben in meinem Heimatland. In meinem Südtirol. Ich verstehe das nicht. Wie haben sich denn die Leute damals lange gekannt fürs Auswandern entscheiden? Ja, du Gescheiter, du. Wie hast denn du getan? Ja, ich war bei dir da bleiben gewesen, sei schon einmal fix. Alla, weil jetzt weißt du, wie alles angelaufen ist, Sam. Du, das reden wir jetzt da vorne aus. Geh mit raus.
Alte Verschiedenheit. Die Leute täten sich ja Text heute, dass sie auch hetzen lassen. Und die alles glauben, was man immer viel gerettet hat. Sie haben was nicht das erst behind. Kein Fernsehen, eine Radio, eine Zeitung. Sie haben die wenigsten gehabt. Sie haben mich nicht mit WhatsApp oder Facebook gewesen als behind. Ah, da zähl mal auch nicht. Da sind ja schon gewesen. Dem genauestens Bescheid gewiss. Ja, und das haben wir gemäß Stille sein. Es ist was immer ein Dreck gegangen, sag ich da. Ich bin einfach der Meinung, wenn sich die ganzen Südtiroler schlüssen fürs Dableiben entschieden hätten, sei war schon das richtige Signal gewesen. Ja, für was? Dass immer ein Wurst ist, in einem fremden Staat zu leben und eine fremde Sprache zu reden? Nein, dass die Südtiroler will in immer Land bleiben. Ja, du weißt aber schon, dass in den Dableiben ein Rotbürsten ist, sind der Spallisch auch und sie kommen. Und sie hat umgekehrt stehen so Landl besiedelt. Was sollst du denn da jetzt zu lachen? Ja, ich stell mir auch gerade vor, wie der einen da auf Fagazin der Stauer in die Strand schlappen, bei uns in die Bergler, in der Rau gelohnt, neben mir die Sanse schwingt. Ja, vergiss das, ja, vergiss es. Sie haben sich schon ausreichend, dass er geht. So viel Land zu bewirtschaften, sollten sie auch gehalten. Ja, ja. Na, wirst du dich wohl deswegen mein Großvater damals für Deutschland entschieden haben? Ja, mein Großvater. Aber gang, er war ein bisschen sicher nie. Ja, was soll denn das jetzt heißen, er war nie gegangen? Tja, der Führer, der sich da schlagen gelassen. Der hat das nicht gehabt. Der ist gegangen auf seinen Häufel und auf seine Felder. Ja, willst du sagen, dass er den gegangen sind, was er nicht gehabt haben? Ja, wenn ich nicht das, dann tust du aber ganz einfach einen Koffer boxen. Ja, so wird schon sein. Aber auch der Großteil von dem, was nicht was gehabt haben. Ha, die hätten alles hingelassen und waren in Hitler heim ins Reich gefolgt. Ah, ich glaube nicht, dass das alles überzeugter Nazis gewesen sein. Ich hab sie wohl gewillt sagen, das kann ein Wallischer sein. Ja, willst du damit sagen, dass die Dableiber alles Faschisten geworden sind? Nein, sei auf keinen Fall. Ja, da die richtige Entscheidung treffen. Ganze Dörfer sind da streiten. Familien voneinander gebrochen wegen denen. Und einfach da bleiben. Ja, weil die waren ja nie imstande gewesen, die ganzen Südtiroler nach Sizilien zu verfrachten. Ja, du weißt aber schon, dass die Dableiber vor den Optanten und vor den Faschisten so gierschwörsten sein. Ja, ja, eben. Hat der Hitler und der Mussolini da zusammengehalten. Und überhaupt, in Hitler ist für Mussolini etwa recht gewesen, dass sie sich so viel für Deutschland entschieden haben. Deswegen am nach dem Krieg da 155.000 Unterschriften für die Rückkehr zu Österreich auch keinen Berst gehabt. Die haben sie alle als Nazi so gestempelt. Hört mal an, dass er so etwas nie mehr vorkommt. Ja. Siehst du mal, über seine Entscheidung, da kann man heute nicht lange aneinander diskutieren. Diskutierst wahrscheinlich wegen viel kleinerer Sachen. Schau dir mal das Theater von Doppelpass oder von der Ortsnamengebung einmal an. Ja, allerdings. Ja. Die Augen und die Ohren, die sind schon öffentlich gehalten bei uns da. Weil ich sehe jetzt auf einer rosigen Zukunft. Das, was die Wallischen früher mit Gewalt unterrichten haben. Ha, für sie haben sie heute schon raffinierter Methoden. Ich darf sagen, die Option ist jetzt 80 Jahre her. Wir sind alle nicht da und in der Mehrheit. Wenn wir Südtirol aber zusammenhalten, sollen wir schon in Zukunft da so bleiben. Ja, da gebe ich dir 100%ig recht. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug diskutiert, jetzt lassen wir die Leute über das habe ich nachdenken. Ja. Oktober 1940. Aus dem Tagebuch von Paul Tschurtschenthaler. Es ist eine missliche Sache, über die gegenwärtige Stimmung im Volke zu reden. Ist es Missstimmung? Ist es Enttäuschung? Welcher Schwung war noch vor einigen Monaten und jetzt diese Gedrücktheit? Man fühlt, dass man das nicht einlösen kann, was man versprochen hat. Man fühlt aber auch die ganze Schwere des Opfers. Was wird aus uns? Was zahlt man uns? Wohin kommen wir? Was bekommen wir? Das sind die Fragen, die jeder an sich selbst oder an andere stellt. Die Nachrichten Abgewanderter von außen scheinen viel für die Stimmung beizutragen. Man hört häufig, dass dieser und jener verzehrend den Heimweh verdorben oder gestorben sind. Andere fürchten wieder, dass man einmal rasch Schluss machen und alle plötzlich abschieben werde. Selbst die Heimbleiber fürchten, dass sie nicht bleiben dürfen.
Ihr Führer soll auf einer Versammlung in Sand sich jüngst geäußert haben, dass auch Sie gehen müssen, versprach den Bauern ein wunderbares Siedlungsland. Am 5. war beim Kappler eine andere Versammlung, die von der Deutschen Kommission einberufen war, wohl zum Zwecke der Beruhigung. Man sagte den Leuten, dass sie sich für die Abwanderung bereithalten sollen. Der Gruberbauer von Walchen, ein besonderer Kopf, hielt eine lange Rede, in der er ausführte, dass wir nicht die Ersten seien, die aus einem Land müssen. Bei der Wahl habe das Volk nicht lügen wollen, gerade so wie Peter Mayr sein Leben nicht durch eine Lüge habe retten wollen. Genau so fühle man Deutsch und man habe es nicht über das Herz gebracht, sich als Italiener zu bekennen. Was weiters mit uns geschieht, wissen wir nicht, konnten uns auch diese Herren nicht sagen. Wir müssen das Geschick auf uns nehmen. Es wird gewiss hart und sauer genug werden für gar manche, denn wir sind im Grund und Boden verwurzelt und können fast nicht weg davon. Im Großen und Ganzen drückte der Gruberbauer die Stimmung richtig aus. Er hätte allerdings noch gerne hinzugefügt, was auch der Meinung anderer entspricht, musste es aber verschweigen. Schmeichelei über das Abkommen wäre es aber keine gewesen. 29. Oktober 1940. Um 7 Uhr früh mit Olga von Bruneck abgefahren. Um 11 Uhr überschritten wir die Grenze. Bis Brenner froren wir in ungeheizten Abteilen, dann hieß es umsteigen und wir fuhren in angenehm geheizten Wagen weiter. Sonst empfing man in Innsbruck an der Umsiedlungsstelle die ersten Eindrücke von der Auswanderung. Recht viel Unerfreuliches und man musste schon bei den ersten Schritten ein Stück Begeisterung opfern. So entschwand hinter mir meine schöne, geliebte Heimat. Friede sei auf Erden, sing die
Santiago Cuapu und es Bibelbetti und Hepozirea Gerl aus Christus Kindl mir an die Röhlerwehr Gerl aus Christus Kindl mir an die Röhlerwehr Wider Erwarten entschieden sich 85% der Südtiroler für ein Abwandern ins Deutsche Reich. Davon wanderten in den Jahren bis 1943 an die 75.000 aus. Es handelte sich dabei vorwiegend um besitzlose Familien und unselbstständige Erwerbstätige. Bauern und Grundbesitzer fanden sich wenige darunter. Hatten Mussolini und Hitler die Option, als endgültige Beseitigung des Südtiroler Problems angedacht, brachte das Wahlergebnis nicht die gewünschte Wirkung und belastete das Verhältnis zwischen den beiden Staaten tiefgreifend. Der für Hitler negative Verlauf des Krieges stoppte letztendlich die Umsiedlung aller Südtiroler und verhinderte so die komplette Entvölkerung unserer Heimat. Nach dem Krieg aber blieben über 50.000 Südtiroler in der Fremde und kehrten nicht mehr in unser Land zurück. Die mehrheitliche Entscheidung für Deutschland wirkte sich nach Kriegsende nicht positiv auf die Entscheidung der Siegermächte aus. Die Südtiroler galten in den Augen der Alliierten als Nazis. Trotz der 155.000 gesammelten Unterschriften für eine Rückkehr zu Österreich wurden sie dafür bestraft. Südtirol sollte weiterhin bei Italien bleiben bis zum heutigen Tag. Die Option spaltet bis heute die Südtiroler Gesellschaft. Daran erkennt man, 80 Jahre nach deren Ereignissen, wie tief die Wunden geschlagen wurden. Noch heute geraten Menschen darüber in Streit, wie man sich hätte entscheiden sollen und warum die eine Entscheidung die bessere gewesen wäre als die andere. Heute tun wir uns leicht zu urteilen und zu verurteilen. Aber wie würde heute unsere Entscheidung ausfallen, wo wir über alle möglichen Medien und Informationsquellen verfügen? Wie leicht oder wie schwer würde es uns heute fallen, alles aufzugeben, was uns lieb und teuer ist, die Heimat zu verlassen und in die Fremde zu ziehen? Oder unsere Sprache, unsere Tradition und Kultur aufzugeben und im eigenen Land zu Fremden zu werden? Denken wir darüber nach. Vielleicht fällt dann das Urteil über die Entscheidungen unserer Vorfahren anders aus. Vielleicht erkennen wir dann, dass allen Südtirolern damals ein Unrecht angetan wurde. Am 23. Juni 1939 zählte die Gemeinde Kirns 1795 Einwohner. Davon laut statistischer Erhebung 1693 sogenannte Fremdstämmige, also deutsche und ladinische Südtiroler und 102 Italiener. Davon optierten für Deutschland 1679 Gemeindemitglieder, das waren 93,5%. Hingegen zogen es 116 Personen, also 6,5% vor, in Italien zu bleiben. Sieht man also von den zugewanderten Italienern ab, dann haben die Kirner, Ermburger, Zimiter, Hoffiner und Getzenberger fast geschlossen für Deutschland optiert. Unter den Optanten waren landwirtschaftliche Arbeiter, Handwerker, Industriearbeiter,
Beschäftigte im Handel und Fremdenverkehr, aber auch 120 Bauern. In unserer Gemeinde haben sich auch fast alle Besitzhabenden entschlossen, auszuwandern. Nur einzelne Großbauern und Großgrundbesitzer waren Dableiber. Heute habe ich durch Zufall ein originales Dokument erhalten, und zwar die Bestätigung, dass die Familie der Witwe Maria Meyer, Costola-Bäuerin vom Getzenberg, auf die italienische Staatsbürgerschaft verzichtet und die deutsche angenommen hat. Damit hat sie für Deutschland optiert. Hätte der Kriegsverlauf der geplanten Option keinen Strich durch die Rechnung gemacht, dann würden heute wohl nur noch Geschichtsbücher von der ehemals deutschen Besiedelung der Gemeinde Kirns berichten. Und wahrscheinlich hätten nur wenige von uns das Licht der Welt erblickt. Ich bitte nun alle Mitwirkenden auf die Bühne und bitte erst anschließend um einen Applaus. Die Familienmusik Hofer aus Steinhaus mit den Marketenderinnen der Schützenkompanie Steinhaus, Eva, Lea und Theresa und ihre Eltern Hildegard und Georg mit Heimatliedern zur Option. Armin Blankensteiner aus Bercha, Texte aus den Tagebüchern von Paul Tschurtschenthaler, Marketenderin Judith Valentin, Schützenkompanie St. Vigil, Brief einer Dableiberin, Bezirksmajor Stellvertreter Christian Steger, Schützenkompanie St. Johann in Aaren und die Kinder Elias Kastlunger und Philipp Leimecker aus Onach, Gedanken eines Auswanderers, Oberleutnant Elmar Hellweger, Schützenkompanie St. Georgen und Hauptmann Stefan Liensberger, Schützenkompanie Onach, Diskussion der Nachkommen. Für die Produktion, Regie und Leitung Schauspiel Pauline Leimecker aus Onach. Audiovisuelle Medien Patrick Brucker, Schützenkompanie St. Georgen. Idee und Gesamtleitung Efrem Oberlechner, Schützenkompanie Ehrenburg. Idee, Gesamtleitung, Text und Konzept, Kultur- und Bildungsreferentin Verena Obex, Schützenkompanie Enneberg. Und für den Schützenbezirk Buschtertal bitte Erich Meyer. Ich bitte um einen kräftigen Applaus. Nein, ich bedanke mich ganz herzlich für die starke Teilnahme. Also, das hat unsere Erwartungen bei Weitem überschritten. Wir haben da heute über 200 Leute da. Also wirklich uns freut, dass das Thema angenommen worden ist, auch bei uns da in der Gemeinde. Ja, die heutige Veranstaltung war auch finanziell ein großer Kraftakt. Darum bitten wir beim Ausgang, es werden unsere Marketenderinnen draußen stehen, um eine kleine Spende zu hinterlassen. Dafür im Vorraum wartet auf uns ein Buffet, was die Bäuerinnen von unserer Gemeinde da, von der Gemeinde Kirns vorbereitet haben. Es hat alle ganz herzlich hingeladen. Stehen wir noch ein wenig zusammen, diskutieren wir ein wenig, trinken etwas, haben wir noch miteinander einen geselligen Abend. Wir am Burger Schützen bedanken uns auch ganz fest beim Schützenbezirk Buschtertal für die hervorragende Zusammenarbeit. Bei dir, Erich. Und natürlich auch bei den zwei Initiatoren und für die Leitung bei Efrem, bei der Verena und bei der Pauline. Eigentlich drei, glaube ich, da ist der größte von alles Gott. Bitte nochmal kurzen Applaus. Zum Schluss
Zum Schluss bedanke ich mich noch bei meinen Schützenkameraden, dass wir das heute alles so bärig hergerichtet hat, dass es alles super geklappt. Und jetzt wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend, ein gemütliches Beieinander sein, Schützenheil.